Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Studio der Messe Essen. Wir wollen sprechen über das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und was es bedeutet für die Blumen- und Pflanzenwelt und für die grüne Branche. Und das Thema umgibt uns tagtäglich, egal ob wir jetzt die CO2-Abgabe nehmen oder wir nehmen die Visionen, die uns mitgeteilt werden, dass wir im Jahr 2050 CO2-frei fliegen. Da bin ich sehr gespannt. Auch wird mitgeteilt von der Autoindustrie, dass man sich darüber Gedanken macht und einige Unternehmen haben entschieden, ab 2035 mit nur noch erneuerbaren Energien ihre Produktion zu organisieren. Und es gibt selbst eine positive Nachricht aus der Klimabilanz der Bundesrepublik Deutschland, dass die Klimaziele 2020 erreicht wurden, auch mit Unterstützung der Pandemie. Auf der anderen Seite könnte man sich zurücklehnen und sagen, ja, das Thema ist angegangen, das Thema ist im Griff, mitnichten. Ich glaube, wir sind am Anfang einer großen ökologischen Transformation, die alle Bereiche unserer Gesellschaft erreichen wird. Und natürlich ist der Gartenbau schon längst davon betroffen. Und natürlich weiß der Gartenbau, das Thema Klimawandel zu erfahren. Plus die Herausforderungen der Themen der Digitalisierung. Und ein ganz großes Thema, Fachkräftemangel und Nachfolgethematik. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum. Auf der einen Seite die Bedeutung des Gartenbaus. Die gesellschaftliche Bedeutung wird wachsen in den ökologischen verändernden Zeiten. Und auf der anderen Seite, wir haben den Gartenbau in seiner Struktur, wie wir ihn heute vorfinden. Und das ist spannend, darüber zu sprechen. Und mein Name ist Frank Teuber. Ich bin der Moderator und freue mich, als Moderator begrüßen zu können, Frau Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Frau Ursula Heinen-Esser. Sie meint, die Bedeutung des Gartenbaus ist zentral. Ja, auf jeden Fall. Guten Tag. Die Präsidentin des Landesverbands Gartenbau Nordrhein-Westfalen, Vizepräsidentin des Zentralverbands Gartenbau und Vorsitzende des Fachbeirats IPM Essen, Frau Eva Kehler-Teuerkauf, meint, die Branche erfährt zurzeit einen zukunftsorientierten Schub. Ich freue mich auch, die Beigeordnete für Umwelt und grüne Infrastruktur beim Regionalverband Ruhr und Geschäftsführerin der IGA 2027 der Internationalen Gartenbauausstellung begrüßen zu können. Sie hat kein ambitionierteres Ziel als, Frau Nina Frense will die grünste Metropole der Welt 2027 geschafft haben. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Darüber freut sich auch der Präsident des Zentralverbands Gartenbau, Herr Jürgen Merz, der meint, wir Gärtner müssen stärker in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und das unterstützt der Vorstand der Landgard, Herr Dirk Bader, der Mann, der 1000 gute Gründe hat für 1000 gute Gründe. Er präsentiert mit seinen Kampagnen gegenüber dem Verbraucher im Handel und gegenüber der Wirtschaft die Wirkung von Grün. Ich begrüße aus Berlin uns zugeschaltet Herrn Dr. Geck, Vorstand der Fleurop AG und Weltpräsident der Fleurop Interflora. Er sagt, Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung ist für ihn undenkbar. Und ich begrüße den Gastgeber dieser Gesprächsrunde, Herrn Oliver Kurt, der Geschäftsführer der Messe Essen, einer der Macher des großen Formates IPM. Und er führt Menschen und Informationen zusammen. Das ist seine Profession und wie wir sehen, das hat er auch hier auf den Weg gebracht. Frau Ministerin, Wasser und Stadtgrün sind zentrale Themen im Klimawandel. Der Gartenbau hat nach Ihrer Ansicht in der Unterhaltung der grünen Infrastruktur eine zentrale Rolle. Wollen Sie das ein wenig erläutern, bitte? Na, ich würde gerne mal ein ganz klein bisschen vorher anfangen. Denn als Sie eben über CO2 sprachen, klang das Ganze ein bisschen ironisch. Und ich würde gerne noch mal klar machen, worum es eigentlich tatsächlich geht. Nämlich, wir erleben den Klimawandel mittlerweile tatsächlich bei uns mitten in Europa, in Deutschland. Auch wenn man sich gerade bei den Schneeverhältnissen draußen es sich kaum vorstellen kann. Aber wir haben das dritte Jahr Trockenheit. Wir haben Dürre hinter uns. Wir
haben fallende Grundwasserspiegel, wir haben nicht genug Bodenfeuchte. Das heißt, wir haben tatsächlich es mit einem Problem zu tun und das kommt durch den Klimawandel. Und deshalb müssen wir tatsächlich, Herr Teuber, alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und der Gartenbau hilft uns im Übrigen dabei. Der Gartenbau ist nicht nur wichtig, weil er für Lebensqualität sorgt, was wir ja gerade in der Corona-Zeit ganz besonders merken. Der Gartenbau hilft uns auch, mit dem Klimawandel fertig zu werden, weil er wirklich ein großes Stück grüne Infrastruktur liefert. Uns hilft, grüne Infrastruktur aufzubauen, nicht nur bei uns zu Hause oder in unseren Gärten, sondern auch in den Städten. Und deshalb ist der Gartenbau, Herr Teuber, ganz zentral. Da ist die Frau Frense sicherlich mit einverstanden. Frau Frense, Sie sagen, der Klimawandel erzwingt viele Veränderungen in den Städten. Und die IGA plant natürlich darauf auch Antworten zu zeigen. Wie gelingt es Ihnen, verbrauchernah aufzugreifen und mit welchen Disziplinen des Gartenbaus dieses Thema und seine besondere Rolle des Gartenbaus in diesem Thema für den Verbraucher und für den Besucher der IGA präsent zu machen? Ja, ich will vielleicht auch da auch nochmal ansetzen, was Frau Hein-Esser eben schon angemerkt hat. Wir sehen uns ja mit der Internationalen Gartenausstellung tatsächlich in der Tradition dieser großen Dekadenprojekte hier in der Region. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Region eigentlich aussieht, dann ist es so, dass wir ja die große internationale Bauausstellung hatten in den 80er, 90er Jahren. Dann haben wir quasi 2010 mit der Kulturhauptstadt aufgesetzt und diese auch durch den Bergbau geprägte Landschaft mit Kultur bespielt. Und jetzt schließt an die Internationale Gartenausstellung in 2027, wo wir mit Grün quasi die Region eben nicht nur bespielen wollen, sondern diesen großen Transformationsprozess, den Frau Hein-Esser eben gerade angesprochen hat, nämlich dem Klimawandel gerecht zu werden zum einen, aber auch das Klima zu schützen durch grüne Infrastrukturen. Das ist für uns das große Thema der Internationalen Gartenausstellung. Es geht also da auch darum, quasi den Garten, den Landschaftsbau dazu zu nutzen, mit diesen großen zukünftigen Herausforderungen umzugehen. Und Ihre Frage zielte jetzt ja darauf, wie bekommen wir das verbrauchernah, haben Sie gesagt, wie bekommen wir das quasi auch an den Kleingärtner, an denjenigen mit seinem Vorgarten. Das passiert jetzt schon, indem wir quasi thematisieren, im Rahmen der IGA, weil die ist für uns auch ein Labor der Zukunft, mit den Menschen sagen, was kann ich denn vor meiner Haustür im Vorgarten zum Beispiel unternehmen, um da nicht mehr diese klassischen Steinvorgärten, die wir noch kennen aus den 2000er Jahren, das war ja ganz modern, was machen wir da, können wir da direkt vor der Haustür machen, für die Artenvielfalt, dafür, dass wir bessere Versickerungsflächen haben. Und das sehen wir ja jetzt auch in der Pandemie, dass die Menschen sich mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Wir haben zum Beispiel eine Förderung auch fürs vom Umweltministerium jetzt schon als Verband bekommen, wo wir wirklich den Bürgern in den Kommunen Geld in die Hand geben, um zu sagen, bau deinen Vorgarten um. Ja. Und das sind spannende Fragestellungen, wo das ganz verbrauchernah, das war Ihre Frage, wir das umsetzen können, dieses Thema Klimawandel, Gartenbau und wo eben auch die Branche ganz stark, glaube ich, von unserem großen Zukunftsprojekt profitiert oder beziehungsweise wir da gegenseitig als Motor dienen. Das große Zukunftsprojekt der ökologischen Transformation. So, genau. Das große Zukunftsprojekt wird auch getragen, nicht nur vom Bürger, sondern auch von vielen Unternehmen des Gartenbaus. Und Herr Merz, der Gartenbau ist dominiert von KMUs, Klein- und Mittelunternehmen. Diese Herausforderung anzunehmen, ist eine unternehmerische Herausforderung. Wie können Sie dem gewachsen sein, mit den vielen KMUs, die wir in der Branche haben? Ja gut, es ist... Ich bin ja sehr froh, dass wir diese vielen KMUs haben, weil wir dadurch auch eine Vielfalt darstellen. Es gibt ja die Möglichkeit der Kooperation und was wir auch schon hier auf der IPM oft erlebt haben, dass sich Betriebe zusammenschließen und per Kooperation auch ihr Marketingkonzept dann dementsprechend aufbauen. Das ist ja der eine Weg. Aber ich bin auch immer ein großer Freund davon, dass wir die vielen mittelständischen und kleineren Betriebe behalten, weil das bedeutet dann auch die Vielfalt, die wir auch mit unseren Produkten nach draußen bringen können. Und Kooperation ja,
aber wir müssen sie alle mitnehmen. Dafür brauchen wir Zeitfenster. Wir erleben ja momentan, dass wir auch, Frau Hein-Esser hat es ja gesagt, Klimawandel, für uns ein ganz wichtiges Thema, selbstverständlich. Wir sehen uns als einen großen Teil der Lösung, aber dafür muss man uns mitnehmen. Dafür muss man uns aber auch Zeit geben, dass wir unsere Betriebe dementsprechend umstrukturieren können. Und dann sind wir da als Partner auch für die Politik und dann für die Gesamtgesellschaft sicherlich eine wichtige Branche und dann auch damit systemrelevant. Frau Kehler-Teuerkauf, Sie haben in unserer Vorbesprechung gesagt, die Branche macht einen Schub. Sie hat einen Schub in die Zukunft hinein. Und Sie sehen die nächsten 10 Jahre als von besonderer Bedeutung. Was sehen Sie in den 10 Jahren? Ich denke einfach, dass das Selbstbewusstsein, das unsere Branche momentan erfährt und auch trägt, dass das sich ganz deutlich noch nach vorne weiterentwickeln wird. Wir sind dabei zu erkennen, dass wir eine Schlüsselrolle haben bei all diesen Prozessen, die Sie vorhin angesprochen haben, die Ministerin Hein-Esser angesprochen hat, die Frau Frense angesprochen hat. Wenn es um große Projekte geht, wenn es um Umsetzung geht, wenn es um grüne Städte geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann wird das nicht ohne den Gartenbau funktionieren. Also wir haben das Werk, wir haben die Instrumente, um diese Projekte tatsächlich auch entstehen zu lassen und nach vorne zu treiben. Und das ist das, was ich als so unglaublich wichtig empfinde, dass wir jetzt auch erkannt haben, dass wir eine Schlüsselrolle sind, dass wir die innehaben. Die Grüne Charta von Mainau ist genau vor 60 Jahren initiiert worden. Da haben sich damals Gärtner zusammengeschlossen und haben 12 Punkte aufgesetzt. Und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir mit dieser Grünen Charta von Mainau, wenn man sich die heute noch mal anschaut, 60 Jahre weiter, nie war sie wertvoller als heute und nie war sie eigentlich präsenter und sollte eigentlich mit initiiert werden in Projekte. Wir waren damals vielleicht schon zu vorausschauend und heute sehen wir, wir müssen genau diesen Weg gehen und deswegen ist der Gartenbau für mich so immens wichtig. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, das ist wohl das Stichwort dafür. Ja. Kann man sagen, dass der Gartenbau durch die Entwicklung, die wir jetzt haben, gerade der Hinweis auch auf die Entwicklung in den Städten, man stelle sich vor, dass das Deutsche Architekturmuseum jetzt das Thema Grün, Grün muss in die Stadt aufgreift im Jahr 2021. Da passiert doch richtig was, auch im Bewusstseinswandel der Bevölkerung, auch in der Entscheider. Kann man sagen, dass die Branche eine Art Verstärkungsschub kriegt, Herr Kurz? Wie beobachten Sie das von der Messewelt her? Ja, zunächst einmal sehen wir das natürlich überaus positiv, weil wir nun glücklicherweise hier mit der IPM natürlich auch eine Weltleitmesse haben, die genau das zum Thema hat. Die Gesellschaft vergrünt immer mehr, das meine ich absolut im positiven Sinne. Wir spüren es jeden Tag auf der persönlichen Ebene, aber auch in den Unternehmen. Unternehmen, die mit uns im Dialog stehen, fragen uns auch ganz konkret, welche nachhaltigen Angebote wir im Rahmen ihrer Präsenz hier machen können. Das zeigt, dass wir immer stärker auch da gefordert sind, Lösungen anzubieten. Auf der anderen Seite ziehen wir wahrscheinlich viel mehr als früher unsere ganz persönliche Ökobilanz, ja, und sind viel bewusster, gehen viel bewusster mit Teilthemen um. Und ich glaube, dass die IPM auch, die ja schon Jahrzehnte hier eigentlich stärker eine Leistungsschau des Gartenbaus war, immer mehr auch im Content gefragt wird. Wir sehen ja in den letzten Jahren, dass die Diskussion um Klima und Pflanze, wie verhält sich das, was können wir dazu tun, immer stärker in diese Veranstaltung hereingetragen wird. Und das ist ein großes Prä, dass wir das große Glück haben, mit dieser Veranstaltung hier auch Impulse zu setzen. Wir freuen uns da natürlich immer wieder auch auf politische Präsenz. Ministerin Hein-Esser, die ja hier auch ihren Stempel, wenn ich so sagen darf, drauf gedrückt hat, auch in den letzten Jahren, um dieses Thema voranzubringen und uns diese Tage hier zu nutzen. Also wir gehen davon aus, dass dieses Thema in den nächsten Jahren, und ich hoffe mal, dass das Thema Corona sich dann ja irgendwann mal zumindest so weit unter Kontrolle hat, dass wir diese Messen dann auch wieder durchführen können. Das ist mal die erste Geschichte. Wir sind ja hier auch Heimat der E-World. Auch das Thema Energie spielt hier eine ganz wesentliche Rolle in dem Gesamtkontext. Und von daher sehen wir es wirklich als eine positive Herausforderung. Herr Dr. Geck, Sie repräsentieren mit der Marke Fleurop ja Tausende von Floristen hier in Deutschland und mit der Interflora weltweit. Das Thema Blume, Schnittblume und das, was wir heute mit dem Thema Klimawandel erleben. Wie spielt sich das in der Schnittblumenwelt aus Ihrer Sicht in der Fleurop ab? Ja, Herr Teuber, erstmal viele Grüße aus dem verschneiten Berlin. Ja, schön, dass ich bei dieser Runde dabei sein darf. Für Fleurop und für die Floristen geht es um Lebenskultur. Hier ist etwas entstanden, was Sie
Herr Kurt hat gesagt, vergrünt, die Gesellschaft vergrünt, aber auch ein Bedarf an Nachhaltigkeit. Und lassen Sie mich vielleicht ein paar kritische Töne auch mit in die Diskussion bringen. Die KMU-Geschichte ist richtig, dass es bei den Gärtnern und extremerweise auch bei den Floristen, Sie sagen es, 5000 Fachgeschäfte in ganz Deutschland, ist ein automatisierter Markt. Was wir machen müssen, ist, diesen Markt zu koordinieren. Und diese Nachhaltigkeit, die wir dort besprechen, bedeutet auch eine Transparenz, die wir in den Markt bringen müssen. Vom Gartenbau bis hin zum Floristen, bis zum Verbraucher. Und ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial in der Branche. Und ich glaube, auch dieses Potenzial können wir mithilfe der Digitalisierung nutzen. Aber Herr Bader, Sie sind ja auch anwesend, mithilfe von Genossenschaftskonzepten lassen können wir hier ganz, ganz viel bewegen. Das glaube ich auch, dass hier noch viel Stoff zu diskutieren ist, gerade an dieser Stelle der Genossenschaftskonzepte. Aber Herr Merz, wir sprachen in unserem Vorgespräch auch über die unterschiedlichen Anforderungen aus der Produktion und aus dem Handel. Schauen wir auf die Verstärkerwirkung. Wer bewegt oder was bewegt die Branche im Handelsperspektive oder Produktionsperspektive förderlich? Ich möchte den Bogen nochmal dahin spannen, dass wir ja gerade in dem letzten Jahr 2020 eine enorme Wertschätzung unserer Produkte erfahren haben. Die Leute waren zu Hause, die Bevölkerung war zu Hause und hat unsere Produkte deutlich mehr wertgeschätzt. Das gilt es jetzt als Branche auch weiter aufzugreifen und das Thema auch weiter zu bespielen, ganz intensiv. Und da gehören natürlich auch die systemrelevanten Vermarkter, wie es zum Beispiel die Landgard ist, da gehören auch die einzelnen Kooperationen vor Ort dazu. Und das müssen wir stärker spielen, das müssen wir gemeinsam bespielen. Also der alleinige Produzent, der kann das produzieren, aber wir brauchen die Partner dazu, die das auch dann letztendlich transportieren bis hin zum Verbraucher. Und letztendlich, wir diskutieren zwar nur über Nachhaltigkeit und Ökologie, für mich ist ganz wichtig, in diesem Prozess muss die Ökonomie stimmen für die Betriebe, damit man auch eine Perspektive für die Zukunft hat. Sie sprachen gerade von der Kooperationsbereitschaft. Herr Dr. Geck, wenn Sie von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen Sie von der Digitalisierung. Und das ist für Sie ein Paar an Problemlösungen. Und wer kann das alleine schaffen in der Branche? Oder wo liegt die Herausforderung der Zusammenarbeit? Ich glaube, dass wir in der Branche ein bisschen auch Nachholbedarf haben. Also wir sind jetzt nicht gerade technisch gesehen die innovativsten im Gesamtmarkt gesehen. Und ich glaube, da haben wir Potenzial und das müssen wir koordinieren. Transparenz ist hier ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Man muss nicht zur Blockchain-Technologie gleich wechseln, aber es würde ja auch schon reichen, dass für den Verbraucher, dass er genau weiß, woher kommt meine Pflanze, woher kommt meine Schnittblume, wie viel Wasser hat sie verbraucht, wie viel Energie hat sie verbraucht. Das sind, glaube ich, auch alles Dinge, hinter denen wir stehen können. Und da wir etwas atomisiert agieren, das heißt, jeder optimiert nur seinen Gestaltungsbereich, können wir hier sehr, sehr viel erreichen, wenn wir hier Kooperationen eingehen und Transformationsprozesse pushen auch. Also der Gärtner, Herr Merz hat es richtig gesagt, kann nicht vorangehen, ohne dass die Vermarkter, wie jetzt eine Landgard oder auch eine Fleurop, hier mit im Boot sind. Und Konzepte verlangt der Verbraucher. Der Verbraucher verlangt nicht nur das Lebensgefühl und die Lebenskultur im positiven Sinne. Da haben wir sehr, sehr viel Vorsprung, sondern er verlangt auch Profession. Herr Bader, bis in die Produktion hinein. Herr Bader, fühlen Sie sich durch Herrn Dr. Geck eingeladen? Ja, aber natürlich. Dazu braucht er mich nicht einladen, dazu sind wir permanent im Dialog. Es wurde durch die Kollegen unheimlich viel hier schon gesagt und vieles auf den Punkt gebracht. Und wir sind natürlich, oder unsere Natur verändert sich hier in Mitteleuropa wesentlich mediterraner. Das spüren wir permanent, das erleben wir. Und wir versuchen viel auch von Produktionsseite uns diesem Klimawandel entsprechend anzupassen. Bäume zu entwickeln, die auf Perspektive auch mit diesen anderen Ressourcen, weniger Ressourcen klarkommen,
mit weniger Wasser, aber mit mehr Hitze. Wir sehen es in der ganzen Produktion im Beet-Balkon-Bereich, wo jetzt die Pladenien zum Beispiel unter den Top-Artikeln waren, war vor 20, 30 Jahren an dieses Produkt noch gar nicht zu denken. Also das entwickelt sich alles, das fördern wir natürlich von Produktionsseite. Aber wir sind natürlich in so einer Schlüsselfunktion, dass wir Vermittler sind tatsächlich zwischen Produktion und Vermarktung. Und wir haben das große Glück, in zwei Hauptrichtungen vermarkten zu dürfen, unsere Produkte, unsere Erzeuger. Das ist der Fachhandel mit seinem Handwerk, was er dem Endkunden verkauft, was eine sehr hohe Akzeptanz hat, und natürlich auch in den ganzen organisierten Bereich, also sind es die Baumärkte, der Lebensmitteleinzelhandel oder die Discounter, wo natürlich auch ein hoher Warenabsatz da ist. Und mit diesen Partnern auf Perspektive gute Verkaufskonzepte zu erarbeiten und, wie Herr Geck sagte, dem Kunden zu erklären, wo kommt mein Produkt her, welche Energie wurde dort verwendet, welcher Wirkstoff ist drin oder wie muss ich das Produkt pflegen, das sehen wir auch für uns als eine Hauptaufgabe und wir nehmen diese Vermittlerrolle sehr gerne wahr. Frau Ministerin, wie kann die Branche die Sensibilität des Verbrauchers stärken, um das Thema Nachhaltigkeit immer wieder in den Fokus zu rücken? Also sagen wir mal so, der Verbraucher, wenn er Blumen kauft, wenn er Pflanzen kauft, der hat schon ein Gefühl für Nachhaltigkeit und dass er mit dem Grün auch einen Schritt zur Nachhaltigkeit beiträgt. Die Frage ist aber dann tatsächlich, woher kommen die Pflanzen, woher kommen die Blumen? Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt so angucke, wenn die Blumenflieger früher aus weit entfernten Ländern nach Deutschland, nach Köln geflogen sind und dann bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob die CO2-Bilanz, die dahinter steckt, wirklich nachhaltig ist. Also was macht Sie da deshalb unsicher? Das ist natürlich schon eine Belastung, ist den Warenverkehr so zu haben. Und wir haben ja auch wunderbar heimische Blumen. Das kann man ja auch mal nicht anders sagen. Aber trotzdem, das internationale Geschäft gehört dazu. Verbraucher sind sensibilisiert. Sie fühlen, dass sie was Gutes tun. Es gibt nur einen Punkt, da muss ich sagen, da weiß ich, glaube ich, auch Frau Keller-Teuerkauf auf meiner Seite, wo ich echte Probleme habe. Das ist, wenn ich mir so manche Vorgärten angucke, die es gibt. Stichwort Schottergärten. Scheint das absolute In-Thema zu sein, dass der Vorgarten nicht mehr nett gestaltet ist mit Pflanzen und Blumen und Rasen meinetwegen, sondern dass es Schotter gibt. Und die Krönung ist, dass sie dann noch, dass sie eine Folie drunter haben und darauf den Schotter packen. Dann wird es aus zweierlei Gründen kritisch. Einmal, weil sie überhaupt nicht zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Sie tragen nicht zum Thema Insektenschutz bei, weil es keine Flächen für Insekten gibt. Und sie belasten, das weiß Frau Frenze ganz genau, glaube ich auch aus Erfahrung, und sie belasten auch noch die Kanalsysteme bei Starkregenereignissen, weil der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen kann und stattdessen alles in das Wasser in die Kanäle zusätzlich gedrückt wird. Also keine Schottergärten. In dem Punkt müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher aber noch ein bisschen sensibler unterwegs sein. Wir müssen sie sensibilisieren vielleicht. Weil Sie von alleine sind, ist der Verbraucher ja nicht sensibel. Frau Frenze, da liegt eine große Aufgabe für Sie, glaube ich. Ich glaube, und das hat Herr Geck ja eigentlich gerade eben schon angemerkt, dass die Nachfrage schon stark ist in eine Richtung, wo kommt meine Blume her und wie ist sie produziert worden. Und da hat ja insbesondere eben auch zum Beispiel die Flora AG sich zum Ziel genommen, auf die Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel der UN abzustellen und hat sich da eben vorgenommen, das transparent zu machen. Das finde ich großartig. Ich glaube, dass der Verbraucher, also wenn Frau Ministerin gerade den Vorgarten anmerkt, den ich ja vorhin auch schon zitiert hatte, dann ist das ein Thema, wo aber, glaube ich, auch in Teilen schon ein Umdenken stattfindet. Aber insgesamt spüren wir, dass dieses Thema, und wir sehen das ja am Fridays for Future und ähnliche Bewegungen, dass das, was da eigentlich auch nachwächst an Generationen, hochkritisch ist und sich sehr genau anguckt, quasi Produktionsbedingungen und was pflanze ich an, aber auch zum Beispiel, wie kann meine eigene Ernährung aussehen und wie kann ich zum Beispiel auch ein Gemüse anbauen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großes Thema, wird auch ein großes Thema für die IGA sein, also quasi lokale Landwirtschaftsproduktion, aber auch wirklich im ganz Kleinen. Also was kann ich mit meinem Hochbeet machen? Da kann bestimmt auch Frau Keller-Teuerkauf gleich noch mal was zu dem Thema Gemüseanbau sagen. Das finde ich
hochspannend. Und da gibt es, glaube ich, ein schon sehr hohes Bewusstsein in der Bevölkerung. Das heißt, eigentlich geht es mehr darum, die Ideen zusammenzutragen, das gemeinsam mit der grünen Branche zu diskutieren, vor welchen großen anderen Herausforderungen wir in 27 ausstehen werden, insbesondere mit dem Blick auf die klassischen Gartenschauen, wie wir sie so kennen, sind intelligente Bewässerungssysteme. Das sind zum Beispiel auch Themen, die wir aufgreifen müssen und die wir jetzt aber auch schon zusammen mit den Hochschulen hier in der Region, da arbeiten wir an diesen Fragestellungen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann in 27 auch da Ergebnisse zeigen können. Aber das sind wirklich Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Ja. Zum Garten der Selbstversorgung kommen wir gleich, Frau Kehler-Teuerkauf. Ich habe noch ein Stichwort, was ich gerne mit Herrn Bader anregen möchte. Herr Dr. Geck sprach vom Herkunftsnachweis. Ist das ein Thema? Natürlich ist das ein Thema. Ganz wichtig auch, die Herkunft und die Entwicklung zu sehen unserer Produkte und die auch zu kommunizieren und die transparent zu kommunizieren. Das ist schon bei der Kaufentscheidung wesentlich wichtiger, dies darzustellen, um dort Aufklärung herbeizuführen. Wir sehen es, viele Handelsunternehmen richten sich darauf auch ein, an ihren Verpackungen, weil darüber ist es natürlich nur transportierbar. Aber dann kommen wir wieder in die ökologische Phase, was tun wir mit unserer Verpackung? Ist es immer richtig, alle Produkte so anzuziehen, wie wir sind? Weil wir haben ja auch nur eine Verpackung an. Ich denke, es wird sich nicht jeder freuen, wenn wir hier ohne Verpackung durch die Gegend laufen würden. Bei einem mehr, beim anderen weniger. So, aber da ist natürlich auch immer wieder ein Zwiespalt und dort muss man tatsächlich versuchen, immer im ökologischen, aber auch ökonomischen Bereich, was Herr Merz sagte, die richtige Lösung zu finden. Ich denke, dass Technologie eine ganz große Rolle spielen wird in der Zukunft. Die Digitalisierung wird eine große Rolle spielen, auch was die Wasserbewirtschaft anbelangt, Frau Frenze, was Sie angesprochen haben. Aber es gibt ja jetzt noch auch einen Trend und jetzt, Frau Kehler-Teuerkauf, würde ich Sie gerne ansprechen zum Thema meine eigene Tomate. Habe ich eine Chance auf meine eigene Tomate? Ich würde eigentlich ganz gerne vorher mal den Vorrednern danken. Sie haben mich eingangs gefragt, ob der Gartenbau eine Schlüsselrolle spielt. Ja. Ist doch wunderbar beantwortet worden. Ja. Der Gartenbau ist die Schlüsselrolle in unserem Leben und beeinflusst unglaublich die Wirtschaft um uns herum. Alle diese Projekte, die jetzt angesprochen sind. Zu dem Thema komme ich noch. Schade. Ich hätte sie jetzt so. Ich werde sie nicht vergessen. Also die eigene Tomate. Die eigene Tomate, wir haben es im letzten Jahr kennengelernt, wie wichtig es ist, den Bezug wieder zu seinem eigenen Wirken zu entdecken. Der eigene Garten hat eine ganz neue Rolle bekommen. Und wir haben tatsächlich das regionale Anbauen von Produkten ist wichtiger denn je. Wir haben festgestellt, wie sieht es aus, wenn Lieferketten nicht funktionieren. Und die Liebe zu eigenem Obst und Gemüse hat sich dadurch auch sofort manifestiert, dass es also im Herbst tatsächlich und schon im Sommer keine Pflanzen mehr gab. Es gab weder Obstgehölze, noch gab es im Frühjahr Salatpflanzen oder Gemüsepflanzen für den eigenen Anbau. Also die Nachfrage nach der eigenen Scholle, nach dem eigenen kleinen Schrebergarten ist so groß wie nie zuvor. Ja. Ein Projekt, das eigentlich so still und leise in den Abgesang gegangen ist, so dachte man, der Schrebergarten hat einen neuen Stellenwert erreicht wie nie gekannt. Das bedingt aber auch, dass in den Städten, man stellt fest, Städte erhitzen sich durch die Klimaentwicklung. Ein ungesundes Klima, wohin gehen wir, in den eigenen Garten oder in die Kleingartenanlage? Dazu kommt natürlich auch, dass sie in solchen Kleingartenanlagen ein unglaubliches kulturelles Leben haben. Ja. Man rückt zusammen, man kommt sich emotional auch wieder ein Stückchen näher, der Gemeinschaftssinn wird gefördert. Also all das, wenn wir von Schlüsselrolle spielen, spielt ja mit eine Rolle. Also die eigene Tomate fördert nicht nur das Wohlbefinden, dass man selber etwas produziert hat, sondern sie lädt auch vielleicht ein, mit dem Nachbarn einen Plausch zu halten, sich vielleicht auszutauschen oder unter Umständen auch mal das, was man selber erwirtschaftet hat, auszutauschen. Sie sprachen von der Erhitzung der Städte. Sie sprachen davon, dass wir Grün in die Städte brauchen. Und wir wissen eigentlich seit Jahren, dass dieses Grün zunehmenden Belastungen in den Städten ausgesetzt ist, so wie der Wasserbedarf in den Städten auch unter Druck gerät. Frau Ministerin, Ihr Thema ist Wasser und Grün in der Stadt. Genau.
Und da hat der Gartenbau die zentrale Rolle? Na, hat in der Tat eine sehr zentrale Rolle. Wir machen im Moment ein Modellprojekt hier im Ruhrgebiet zur grünen und blauen Infrastruktur. Das heißt, wie schaffen wir es über Grün tatsächlich Temperaturen in den Städten zu senken. Das ist dringend notwendig, wenn Sie in einer Stadt wie Köln sind, in der Innenstadt, in einer Gegend, in der es kaum Grün gibt, dann haben Sie die Temperaturen um 10 Grad höher als dort im Umland beispielsweise. Wenn Sie aber Grün überall hin ersetzen und vielleicht auch Fassadenbegrünung machen, wenn Sie Dachbegrünung machen und Ähnliches, haben Sie eine Chance, die Temperaturen deutlich zu senken. Also das ist das Erste, was wir auch machen müssen. Das Zweite ist das Thema Wasser, was Sie angesprochen haben, Herr Täuber, blaue Infrastruktur. Auch da, das ist das große Modellprojekt, was wir jetzt hier im Ruhrgebiet machen, nämlich Stichwort Schwammstadt. Wie schaffen wir es, Regenwasser früh zu kanalisieren und es dann tatsächlich abzugeben in Zeiten hoher Temperaturen und damit Verdunstungskälte zusätzlich noch zur grünen Infrastruktur hinzubekommen, um so tatsächlich dem Klimawandel zu begegnen. Und deshalb brauchen wir beides. Wir brauchen Wasser und Grün. Und wenn wir das hinbekommen in den Städten, und das Ruhrgebiet ist ja im Grunde eine riesige, große Metropolregion, deshalb eignet sich das ja, Frau Frenze, auch so gut für die Projekte, die wir hier machen, dann schaffen wir es, dass wir auch im Klimawandel noch in den Städten einigermaßen vernünftig leben können. Und deshalb diese zentrale Rolle von Grün und Blau. Und hier braucht es natürlich auch ein Stück Verbraucheraufklärung. Hier braucht die Sensibilisierung des Verbrauchers, der das mitträgt. Diese schöne Diskussion über den Sehnsuchtsort Garten. Und jetzt stellen Sie sich dazu den Schottergarten vor. Was sagt das uns über den Verbraucher? Ein Unaufgeklärter. Herr Merz, als wir uns besprachen über dieses Interview, sprachen Sie auch über Ihre Erfahrung als Unternehmer im Gartencenter-Bereich. Da öffnet sich die Tür und da kommt auf einmal eine andere Generation mit anderen Themen. Das finde ich doch spannend, gerade was Verbraucheraufklärung anbelangt. Ja, das ist ja auch spannend und das ist das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Wir haben wirklich ein anderes, jüngeres Kundenklientel auch in dem vergangenen Jahr in unseren Gartencentern tatsächlich vorgefunden. Und dann passiert genau das, wo man dann als Fachmann den Kunden auch für die Zukunft binden kann. Wir haben in meinem Betrieb nicht den Ehrgeiz, wenn ein Kunde kommt und will eine Tomate haben, dass wir sagen, die steht dort in die Ecke und dort können Sie sich eine wegnehmen, sondern wir gehen mit dem Kunden dorthin, erklären, welche Ansprüche hat die Pflanze, welche Boden, wo gehört sie, wollen Sie sie bei Ihnen im Laden pflanzen, dann kriegen Sie die Sorte erklärt und der Kunde, garantiere ich Ihnen, der kommt im nächsten Jahr wieder. Und das ist eine Herausforderung für die Branche, das ist aber auch eine Riesenchance für die Branche, das, was jetzt erreicht ist, das selbstverständlich mit unseren Produkten, das auch weiter zu transportieren. Und Sie haben eben das Thema Grün angesprochen. Es gibt von der Uni Geisenheim eine wunderbare Studie, die letztes Jahr durchgeführt worden ist, nach was sehnt sich der Verbraucher in der Pandemie? Und da war das Beispiel Grün. Da ist wirklich herausgekommen, wie wichtig die Parks in den großen Städten sind. Und Frau Heinen-Esser, das passt wunderbar mit der IGA Ruhr jetzt 2027, das weiter zu bespielen. Aber auch das Grün zu Hause, aber auch das Grün mit der Selbstversorgung zu Hause. Und das ist jetzt eine Chance, die wir, wenn die Branche diese Situation jetzt nicht nutzt, dann lassen wir etwas an uns vorbeigehen. Ich sehe Herrn Dr. Geck winken oder nicken. Ich weiß es noch nicht so richtig. In Berlin scheint ihn was aufzuregen. Aber bevor er seine Aufregung kundtun kann, möchte ich gern ihm noch eine Frage stellen. Denn schließlich trägt er mit seinen Mitgliedsbetrieben viel zur Lebenskultur rund um Grün, rund um Blume und Pflanze bei. Und Sie sprachen davon, Herr Dr. Geck, dass Ihre Mitgliedsbetriebe, Ihre Aktionäre eben die Lebenskultur in den Fokus rücken. Ja. Sehe ich das richtig? Ich glaube auch, das sehen Sie richtig. Und ich glaube auch generell, dass wir es nicht, also die junge Generation hat was angestoßen und sie hat uns aufgefordert, nachhaltiger zu wirtschaften. Und das bedeutet eben nicht unbedingt gegen die Ökonomie, sondern wir müssen die Ökonomie so weit anpassen, dass sie eben nachhaltiger durchgeführt wird. Aber das ist eine Lebenskultur, Herr Täuber, die hier entsteht und die wir befriedigen können.
sogar noch initiieren können. Also wir haben da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es eben nicht nur der Kunde ist, der aufgeklärt werden muss, sondern wie Frau Heinesser genau auch gefordert hat, beispielsweise Wassermanagement, müssen wir selber unsere Profession, Herr Merz, als Gärtner und unsere Profession als Produzenten dazu nutzen, wirklich diese Lebenskultur, die wir dem Kunden dann auch anbieten, diese Inspiration, dass er die auch nehmen kann mit einem ruhigen Gewissen in einer eingebettet in der Philosophie der Nachhaltigkeit. Und wir können es ja nicht nur den jungen Menschen überlassen, für Nachhaltigkeit zu leben und zu kämpfen, sondern wir müssen das wirklich aufnehmen, dieses Thema, und zu unserem Thema machen. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Potenzial, was wir noch heben können. Da ist einer mit sehr beschäftigt, nämlich einer, der 1000 gute Gründe hat für 1000 gute Gründe rund um Blumen und Pflanzen. Herr Bader, der die Kampagne 1000 gute Gründe thematisiert ja viel, egal ob Obst, Gemüse oder Blumen und Pflanzen. Die Sensibilität des Verbrauchers auch in diese Richtung zu fördern, ist das Bestandteil Ihrer Strategie? Tatsächlich ist auch Bestandteil einer Strategie, weil wir haben natürlich mehrere. Aber 1000 gute Gründe ist eine generische Werbekampagne, wo sich alle dran beteiligen, sei es von den Produzenten und sei es von den Vermarktern, wo wir es schaffen, tatsächlich schaffen, und was auch unser Ziel ist, wirklich unsere nachwachsende Käufergeneration so weit wie möglich unten schon anzufangen, darüber aufzuklären, wo kommen die Pflanzen her, was kann ich mit den Pflanzen machen, welche positiven Effekte haben diese Pflanzen mit Sauerstoffproduktion, Glücksgefühle hervorheben. Oder mit unseren Schulgartenprojekten, die wir in den Schulen machen, in den Kindergärten dort schon Salatpflanzen pflanzen, Erdbeeren pflanzen. Wie entsteht überhaupt eine Erdbeere? Wie wächst sie? Wie schmeckt sie, wenn man sie aus dem Garten pflückt? Weil viele kennen das nicht, die kennen es aus dem Supermarkt. Also das ist ein großes Thema, was wir jetzt schon über viele Jahre angestoßen haben, was auch sehr große Resonanz findet und wir über unsere Kanäle, sei es über Facebook, Instagram, in diese junge Generation damit reinstoßen und darüber informieren. Herr Bader, die Kampagnen, die Sie fahren, und Sie haben es ja gerade auch geschildert, sind ja Kampagnen, die in den unterschiedlichsten Vertriebskanälen, egal ob wir jetzt im Fachhandel sind, ob wir im Gartencenter-Bereich sind, im Systemhandel, Service-Supermarkt, Discounter, alle sind überall dort, sind diese Kampagnen und konfrontieren den Verbraucher mit dem Thema. In einem Gespräch mit Herrn Merz kam unter anderem auch die Frage, wie kriegen wir eine wertige Positionierung des Gartenbaus? Wie kriegen wir eine wertige Positionierung dieser Produkte denn realisiert? Weil bei allen Anstrengungen müssen wir auch, wir kennen ja das Nachhaltigkeitsdreieck, wir haben die Ökonomie, wir haben die Ökologie, wir haben den sozialen Aspekt, aber er muss auch bezahlt werden. Wir müssen also an der Frage auch, kommen wir nicht vorbei, wie kommen wir zu einer wertigen Wahrnehmung der Nachhaltigkeit? Bekommen wir nur durch Aufklärung, durch permanentes Aufklären, wie unsere Prozesse sind, wie unsere Abläufe sind, wie schwierig es tatsächlich ist, solche Produkte auch herzustellen und welcher großer Industriezweig Gartenbau mit seinen ganzen Zulieferern von Jungpflanzen, Erde, Dünger und auch dahinter hängt und wie komplex es auch ist, so ein Produkt zu schaffen. Das müssen wir permanent mit allen Bereichen spielen und darüber informieren. Und wir sind eine Schlüssel oder wir haben eine Schlüsselfunktion auch in der Perspektive, weil unsere grüne Branche hat eine tragende Rolle für die ökologische Entwicklung innerhalb von Deutschland, wo wir hier unterwegs sind. Und das müssen wir darüber kommunizieren. Und wir merken es aber auch bei unseren Kunden auf allen Spektren, wo wir unterwegs sind. Die Akzeptanz ist auch dafür da, dort Wertigkeit auch darzustellen und unsere Produkte immer wertiger zu machen. Ist das, Sie sprachen gerade von Aufklärung gegenüber dem Verbraucher, ist es nicht auch eine Frage von Bildung innerhalb der Branche? Ist es nicht auch eine Frage von der Befähigung in der Branche, das kommunizieren zu können? Und ich stelle mir vor, dass das auf der einen Seite für den Unternehmer eine Herausforderung ist, auch mental diese neue Position einzunehmen, gerade auch angesichts der vielschichtigen Prozesse, aber auch für die Mitarbeiter. Herr Merz, wie geht das, dass Aus- und Weiterbildung diese Themen quasi als Botschafterthemen aufgreift für das Grün oder für die Lebenskultur mit Grün?
Ich glaube, wir haben, Frau Kehler-Teuerkopf weiß das, vor 7, 8 Jahren unsere Kampagne, die Nachwuchswerbekampagne, um junge Leute für unseren Beruf zu werben, begonnen. Wir haben steigende Ausbildungszahlen und das ist der eine Weg. Ich möchte aber den Fokus auch mal dahin spiegeln. Wir diskutieren das Thema Wertschätzung der Pflanze immer nur reduziert auf das Produkt. Man kann aber das Produkt, dem Produkt eine höhere Wertschätzung geben, wenn der ganze Glied, wenn die Personen, die sich damit befassen, auch gesellschaftlich stärker nach außen dokumentieren und zeigen. Weil das ist für mich eine Kombination. Nur reduziert auf das Produkt ist mir das zu wenig. Wertschätzung findet auch statt in der Gesamtbetrachtung. Wer verkauft mir das Produkt? Wer betreut mich mit dem Produkt? Und da haben wir noch Nachholbedarf. Da stehe ich auch voll dazu, dass wir das auch noch in der Zukunft stärker bearbeiten müssen. Herr Dr. Geck, Sie haben vor Jahren die Fleurop-Akademie ins Leben gerufen. Ein Bestandteil der Fleurop-Akademie gehört natürlich auch, nicht nur die Floristik auszubilden, sondern auch ein Bewusstsein, vielleicht auch ein Selbstbewusstsein für dieses Thema. Auf jeden Fall, da treffen Sie es. Es geht um Wissen, Wissen erstmal zu generieren und auch vielleicht da auch mal einen Brückenschlag zu Herrn Kurt. Finde ich das ganz, ganz toll, dass die IBM Essen hier, das ist ja auch eine Plattform, wo wir uns austauschen können, wo wir kritische Themen auch mal beleuchten können und Wissen generieren. Und Wissen generiert man in der Kommunikation, in der Lehre natürlich auch. Und hier wollen wir, und das geht auch nicht anders als bei uns, mit Begeisterung wirklich Menschen zu überzeugen, diesen Beruf zu erlernen und in diesem Beruf sich auch wirklich verwirklichen zu können und diesen Beruf so zu gestalten, Herr Merz, da haben Sie absolut recht, auch die soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Das heißt, zu fördern, wie wir miteinander umgehen, mit unserem Produkt und mit uns selber. Das ist ein ganz wesentliches Thema der Fleurop-Akademie. Da möchte ich noch einen Schritt weitergehen. Nicht nur, dass die soziale Verankerung der Aktivitäten des Gartenbaus stärker gefordert sein muss. Herr Merz, Sie haben gesagt, wo Technik ist, ist Jugend. Wie kann man denn die unterschiedlichen Zielgruppen der Jugend überhaupt für die Branche interessieren? Wie kann man deren Affinitäten dafür, die ja technikaffin sind, man guckt sich nur die Gameshow an etc., wie kann man das für den Gartenbau gewinnen? Ja, ich gebe das immer ein Best-Praxis-Beispiel. Auch ich musste lernen, mit den neuen Medien umzugehen. Und wenn man selbst damit umgehen kann, kann man auch jüngere Leute davon überzeugen, dass das Unternehmen sich mit dieser Thematik beschäftigt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten der Digitalisierung. Ich nehme mal den Produktionsbereich. Ich glaube, Herr Geck war das eben. Da möchte ich noch mal was kundtun. Wenn Sie in eine Produktionsgärtnerei, Herr Geck, wenn Sie in Essen wären, würde ich gleich mit Ihnen losfahren und würde Ihnen einen Produktionsbetrieb einmal zeigen, wie ressourcenschonend mit Wasser umgegangen wird, wie ressourcenschonend mit Pflanzenschutzmitteln umgegangen wird. Wir gehen selektiv in der Produktion damit um. Wir verwenden das Wasser immer wieder. Es ist ein Kreislaufsystem. Ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist aber der Punkt, und da komme ich wieder zurück, Herr Däuber, das müssen wir kommunizieren, dass das so ist. Ja. Und da müssen wir auch nach draußen gehen. Das ist das Wichtige. Wir müssen nach draußen gehen. Frau Kehler-Teuerkauf, in unserer Vorbesprechung haben Sie begeistert von den jungen Unternehmern gesprochen. Sie haben von deren Erfindungsreichtum, von deren Engagement besprochen. Warum sehe ich als Konsument so wenig davon? Weil wir eigentlich eine sehr, sehr bescheidene Branche sind. Aha. Und wir müssen lernen, dass Bescheidenheit ist eine Zier, aber Klappern gehört zum Handwerk. Ja. So, und wir müssen viel mehr klappern. Das ist auch das, was mich die ganze Zeit hier in dieser Runde so ein bisschen, wir sind selber von uns überzeugt. Wir wissen, dass wir Konzepte zum Wassereinsparen haben. Wir wissen, dass wir pfleglich umgehen müssen mit den Ressourcen, die wir haben. Wir leben Nachhaltigkeit. Wir haben Betriebe, wie gesagt, wir laden herzlich gerne an den Niederrhein ein. Wir haben wunderbare Betriebe, die wir dort sofort vorstellen können, wo wir junge Unternehmer vorstellen können, die das alles können. Aber sie tun es tatsächlich oftmals noch im Verborgenen. Und jetzt gebe ich dann doch weiter an die Frau Frense in der Hoffnung 2027. Ich wünsche mir, dass diese IGA wirklich noch mal ein ganz großes Signal zum Aufbruch wird. Nicht nur mein Garten wird wichtig sein, sondern auch der Zukunftsgarten. In dem Zukunftsgarten, der dort vorgestellt werden wird, wird gezeigt werden, was wir können. Was wir einfach nicht schaffen, wir sind zu wenig präsent. Wir
trauen uns nicht wirklich, das nach außen zu tragen, was wir alles können. Viel zu schade. Wir können so viel mehr. Und wir werden uns auch nicht aufhalten lassen. Interessant ist, dass Sie nicht nur viel mehr können. Interessant ist auch, dass Sie zu wenig darüber erzählen. Frau Frenzel, brauchen wir ein neues Narrativ vom Gartenbau? Ich glaube, Frau Teuerkauf hat es gerade angesprochen, vielleicht ist es auch noch mal eine große Chance auf dem Weg jetzt nach 27, auch den Gartenbau, aber auch mit der Wissenschaft tatsächlich, auch mit zum Beispiel Universitäten zu vernetzen, um eben gerade auch dieses Thema Digitalisierung noch mal anders zu spielen, weil ich glaube, dass die junge Generation sich Dinge wünscht wie, ich sag mal, eine App, wo ich ein Foto mache von meinem Boden und dann wird mir gesagt, was kann ich auf diesem Boden quasi perspektivisch für eine Pflanze anbauen, was passt vielleicht sowieso in die Struktur und so weiter. Das sind ja diese Formen der Zukunft und dann gehe ich in den Gartenmarkt quasi und kann das auslesen lassen und dann sagt es auch wunderbar, Sie haben hier den Boden XY, das kann die App alles schon herstellen und dann brauchen Sie das und das dafür. Wahrscheinlich will jetzt um Gottes Willen nicht den Gartencenter obsolet machen, dass man sich das dann noch nach Hause liefern lässt, das wäre dann nicht so gut, sondern ich glaube, die Beratung, die eben gerade Herr Merz angesprochen hat, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, dass es dieses Netzwerken zwischen dem Gartenbau und quasi der Wissenschaft auf dem Weg in so einem IGA-Labor, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dafür sind ja solche Runden wie heute auch, finde ich, ein wirklich guter Anfang. Und wenn wir, wie Ministerin Hein-Esser gerade noch mal gesagt hat, immer über grüne Infrastruktur sprechen, dann ist, finde ich, das deswegen auch, es ist ja ein bisschen technischer Begriff. Ich finde ihn aber deswegen so großartig, weil er erstmal festschreibt, dass es um eine Infrastruktur geht. Mhm. Ja, wir kennen das nur als Brücke, als Straße, die wir brauchen, sondern dass das genauso notwendig ist für unsere Volkswirtschaft. So, dann, da sind wir dann schon mal. Jetzt sind wir schon da zu sagen, okay, grüne Infrastruktur ist also genauso überlebenswichtiger als die graue Infrastruktur. Und dann kann ich sagen, was ich da alles für brauche, Klimatologen, ich brauche Landschaftsarchitekten, aber ich brauche vor allem auch den Galabau. Denn am Ende des Tages ist grüne Infrastruktur eine Pflanze. Ja? Aber vor allen Dingen, Frau Esser, brauche ich eine Erzählung. Ich brauche eine Erzählung, dass Gartenbau mehr ist. Ich brauche die Erzählung, dass Gartenbau, ich will das Wort richtig in den Mund nehmen, ein wichtiger Industriezweig der Zukunft ist, um die ökologischen Fragen und Herausforderungen anzugehen. Ja. Und das müssen wir erzählen, weil diese Erzählung gehört zum neuen Narrativ des Gartenbaus und der grünen Branche hinzu. Würden Sie mir da zustimmen? Ja, 1000-prozentig. Das war ja schon bei der Eingangsfrage. 1000 gute Gründe, 1000%. Ja. Wunderbar. Gibt's selten, oder? Nein, natürlich stimme ich Ihnen dazu. War ja schon die Eingangsfrage, wie ist die zentrale Rolle des Gartenbaus zu sehen? Und sie ist eben zentral. Ich glaube gar nicht mehr, dass wir das Narrativ brauchen, sondern wir haben es halt geschafft, wie Frau Frenzel gesagt hat, die grüne Infrastruktur tatsächlich zu setzen und sie gleichbedeutend mit Straßen etc. Zu betrachten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein Klimaanpassungsgesetz jetzt. Das heißt, das brauchen wir deshalb, weil Klimaanpassung Daseinsvorsorge ist und zur Klimaanpassung zählt die grüne Infrastruktur. Also wir wollen das Thema wirklich auch in den Mittelpunkt des politischen Prozesses in den Kommunen setzen. Also die große Erzählung haben wir. Was fehlt, ist vielleicht, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist auch, glaube ich, hier in diesem Podium nicht meine Rolle, aber was ein Stück weit fehlt, ist die Erzählung dahinter, also die Teilnahme der Unternehmen daran. Die Erzählung muss die Branche dann für sich leisten und sagen, hier, die Politik möchte oder die Kommunen möchten gerne, die brauchen die grüne Infrastruktur tatsächlich und wir, die Unternehmen, sind die Teilnehmer, die Partner an diesem Prozess und wir leisten dies und jenes mit unseren nachhaltigen Produkten und mit unseren Unternehmern, die nachhaltig aufgestellt sind. Das wäre für mich jetzt die große Erzählung, grüne Infrastruktur und dann kommt die Erzählung aus der Branche selber dazu. Ich würde Sie gern, bitte Herr Bader, einen Beitrag noch kurz bringen. Das tun wir ja schon unheimlich viel.
Der Gartenbau als solcher hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert. Wir haben nicht mehr den Gärtner da mit der Kittelschürze oder Sonnenhut. Das sind hochindustrielle Betriebe, die dort arbeiten mit unheimlich viel Technik drin. Die Techniker arbeiten mit Bewässerung, mit automatischer Klimasteuerung und. Also der ganze Berufsstand hat sich ja dahingehend schon verändert. Hier auch am Niederrhein bei solchen großen Betrieben, die fast vollautomatisch arbeiten, wo die Gerberas automatisch gepflückt werden jeden Tag und. Also da ist sehr viel passiert und der Berufsstand hat sich schon verändert. Wir selber nochmal als Vermarkter investieren unheimlich viel in junge Leute. Wir starten dies Jahr das erste Mal ein eigenes Ausbildungsprogramm für unsere Cash-and-Carry-Märkte, die ja die Schnittstellen sind für Fachgartencenter, für Gartenlandschaftsbauer, die ja diese Vorgärten auf Perspektive auch wieder von Schotter freimachen dürfen. Also dort machen wir unheimlich viel Aufklärung. Wir sind viel in Hochschulen unterwegs und bei Herrn Geck genauso in seiner Akademie unterwegs mit unseren 1000 guten Gründen, um darüber Aufklärung zu machen. Also von unserer Seite passiert da schon relativ viel. Lassen Sie uns doch einmal fantasieren. Stellen Sie sich vor, wir sind im Jahr 2025 und wir schauen zurück in die grüne Branche, auf den Tag, wo wir heute hier sitzen. Was würde Ihnen auffallen, was Sie sehen, was sich geändert hat? Frau Esser, darf ich Sie einladen? Wenn Sie mich Heinen Esser nennen, ja. Oh, Verzeihung. Also, ich glaube, dass erstmal im Jahr 2025 Frau Frense schwer im Stress ist, weil sie 2 Jahre vor der internationalen Gartenausstellung steht. Also wirklich da einiges zu tun hat. Und wir sehen dann die Konturen dieser Eger im Ruhrgebiet. Und vielleicht sehen wir auch schon mehr als diese Konturen. Und das wird wirklich wunderbar sein. Ich freue mich sehr darauf. Und wir werden wahrscheinlich schon mehr Grün in den Städten sehen. Also wir werden mehr solche Beispiele wie den Köbogen in Düsseldorf haben, der begrünt ist. Wir werden mehr auf Grün stoßen. Ich glaube, dass die Branche eine exzellente Perspektive hat, weil Grün so überlebensnotwendig ist. Ich hoffe inständig, dass es den Gartenbauer dann auch gelingt, mit ihren nachhaltigen Produkten auch wirklich den, Herr Merz, ökonomischen Erfolg, der dazu gehört, auch tatsächlich zu erzielen. Also ich bin positiv gestimmt. Das sind jetzt 4 Jahre. Das ist sportlich, schon wirklich solche Veränderungen herbeizuführen. Aber ich glaube, dass sie auch schon sichtbar sein werden. Und sorry für die Namensgeschichte. Sorry dafür. Herr Dr. Geck, was sehen Sie, wenn Sie zurückschauen aus 2025? Ich hoffe, ich sehe sehr, sehr viel mehr Verbindlichkeit und vielleicht auch noch mal an Herrn Merz und natürlich an Herrn Bader. Ich war natürlich in den ganzen Produktionsstätten und ich meine das eigentlich positiv. Ich wollte Sie anregen dazu. Das Wassermanagement ist teilweise fantastisch, aber wir können es nicht kommunizieren. Und wir können es nicht kommunizieren, weil wir es nicht verbindlich festlegen und nicht digital nachprüfen und transparent darstellen. Das heißt, Herr Dr. Geck, Sie sehen dann, dass der Verbraucher aufgeklärt ist über die Welt des Gartenbaus, seine Leistungen und die Fähigkeiten, die er hat, auch in der modernen Technologie. Genau, und das über alle Lieferketten. Wir sprechen ja jetzt sehr singulär von dem Gartenbau, da gibt es ja viel von, Herr Bader hat das erwähnt, ne, von den Anpflanzungen bis zum Wachstum, viele Lieferkandidaten, die dort eine Rolle spielen, dass wir diese Transparenz in den Markt bringen für den Kunden. Ja, Herr Bader, sind Sie damit einverstanden? Sehen Sie das auch? Natürlich sehe ich das auch. Auf die Frage nochmal zurückzukommen, 4 Jahre zurückzublicken, lieber schaue ich natürlich in die Zukunft als in die Vergangenheit. Aber ich sehe das, wenn ich jetzt 5 Jahre oder 4 Jahre zurückschaue, es hat sich unheimlich viel bewegt innerhalb dieser 4 Jahre im Gartenbau, von der Produktion her. Wir werden immer noch die gleiche stabile Produktion haben, aber wir werden ökologischer unterwegs sein. Mhm. Und wir haben an vielen ökonomischen Schrauben auch gedreht, um unsere Produkte auch wertschöpfend verkaufen zu können. Wir werden viele Themen in der Plastikreduzierung geschafft haben. Wir haben Themen geschafft für die ganzen Transportverpackungen, wo auch viel Kunststoff drin ist oder die generelle Verpackung. Wir werden einen sehr stabilen oder haben einen sehr stabilen Fachhandel, der sehr viel Aufklärung beim Endkunden kommunizieren kann über persönliche Gespräche, was Herr Merz angedeutet hat, über Leitschilder.
Also da gibt es unheimlich viel Themen und der ganze Systemhandel wird sich sehr stabil weiterentwickeln, auch für die Vermarktung von Blumen und Pflanzen, weil das ist ein wichtiger Kanal, wenn der Kunde am Wochenende seinen normalen Einkauf mit Lebensmitteln durchführt, dort auch seinen Strauß zum Wochenende mitzunehmen. Das ist eine Entwicklung, die werden wir nicht aufhalten, können wir auch nicht aufhalten. Wir müssen nur darüber besser informieren und über POS, Verkaufsmaterial und Konzepte dem Endkunden da auch Informationen weiterzugeben. Das wird sich in den nächsten 4 Jahren alles entwickelt haben. Wird das auch digitaler? Ja. Das wird auch digitaler, nicht wahr? Natürlich. Frau Kehler, Teuerkauf, schauen Sie zurück. Schauen Sie zurück, Sie machen Zukunftsforschung und Sie schauen zurück von 2025. Was hat sich in Nordrhein-Westfalen verändert? Wir haben volle Ausbildungsklassen mit Gärtnern. Wir haben junge Menschen, die begeistert sind, unseren Beruf zu erlernen. Gemäß ihren Fähigkeiten, ob es die Technik ist, ob es die Forschung ist, ob es der Verkauf ist. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, dass wird die Jugend entdecken, wird den Gartenbau als eine Zukunftsbranche entdecken und wir werden genau das Fachpersonal, die Fachleute bekommen, die wir in den Städten, in den Kommunen brauchen, die wir für die grüne Infrastruktur brauchen, die wir in unseren Betrieben brauchen. Und wenn wir so zurückblicken können, dann ist mir nicht Angst, auch 10 Jahre weiter nach vorne. Wenn das so weitergeht, hat Autoindustrie und Bankenwelt ein Fachkräfteproblem, weil alle Mitarbeiter jetzt im Gartenbau sind? Frau Frenzel? Das glaube ich nicht. Dann hätten Sie Ihren Job sehr gut schon gemacht. Unser Ziel ist, die grünste Industrieregion der Welt zu werden. Ich glaube nicht, dass wir hier in der Region, in der Metropole Ruhr darauf setzen können, quasi ein grünes Bullabü zu werden, sondern wir werden auch immer hier die Arbeitsplätze in der Industrie brauchen. Aber auch die hat, glaube ich, das Thema Garten, das Thema Parks und Landschaften längst als harten Standortfaktor erkannt. Kein Unternehmen möchte sich dort ansiedeln, wo man eine graue Steinwüste hat, sondern die Menschen wollen auch quasi am Grünen wohnen. Und insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass nicht auch die anderen Branchen mitwachsen können. Wenn ich auf 25 gucke, dann glaube ich, dass die Kollegen und die neuen Fachkräfte bei uns alle schon auf den Flächen tätig sind, um die Grundsteine, natürlich noch nicht den Wechselflor, der wäre dann 27 hinüber, aber um das quasi zu pflanzen, was ein bisschen länger braucht. Natürlich stehen die Zukunftsgärten in Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen schon in ihren Grundstrukturen. Und jetzt geht es tatsächlich, also das ist tatsächlich der Zeitpunkt, deswegen haben Sie den schön gewählt mit 25 und Frau Ministerin Hein-Esser hat es gerade gesagt, also da stehen wir richtig unter Dampf, die Strukturen stehen und es geht halt darum, tatsächlich dann zu pflanzen. Und ich bin überzeugt davon, dass das neue Narrativ, grünste Industrieregion der Welt zu werden, dann hier auch in den Köpfen hoffentlich schon bei allen angekommen ist. Dieses schöne neue Narrativ, das finde ich eine klasse Geschichte. Herr Merz, sehen Sie sich da drin, in dem neuen Narrativ, wenn Sie zurückblicken von 2025? Also Herr Teuber, Sie kennen mich ja und die Leute, die mich näher kennen, wissen, dass ich ein grenzenloser Optimist bin. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, wenn ich formuliere, ich glaube, ich werde 2025 mit Stolz zurückblicken, weil ich sage, der Gartenbau hat seine Chance in dieser Zeit genutzt. Hoffentlich tut er es. Nein, er hat sie genutzt. Sie brauchen das nicht hinterfragen. Herr Dr. Geck, nutzt die Fleurop die Zeit? Wir werden unsere Kräfte voll darauf einstellen. Ich glaube, wir können da ganz, ganz viel bewegen. Und ich teile auch den Optimismus von Herrn Merz absolut. Wir müssen besser zusammenarbeiten. Ich glaube, das kommt gerade so ein bisschen in Gang. Das sind wir dem Verbraucher schuldig und der Natur schuldig. Und das kriegen wir hin. Und wir haben gerade wirklich großes Glück. Sie haben das alles immer wieder erwähnt. Die Kunden, die Menschen da draußen wollen Pflanzen, wollen Grün, wollen Blumen. Wir müssen es jetzt anbieten, dass wir das auf einer super hochprofessionellen Art und Weise machen, sodass die Menschen wirklich ohne schlechtem Gewissen und wirklich mit Verstärkung diese Lebenskultur annehmen können und weitertragen können. Und wie Sie auch alle richtig sagen, gibt es ja Ausbildung und Weiterbildung und Sie wissen, dass ich hier für die Fachgeschäfte, für die Floristen stehe. Es ist ein ganz, ganz tolles Handwerk, wo wir auch Menschen begeistern wollen, die Floristik zu erlernen und diese Kunst zu erlernen und die weiterzutragen über viele Generationen.
Was denken Sie, wer sind die Marktmacher der Zukunft, Herr Dr. Geck? Das ist noch nicht, steht noch nicht fest. Ich möchte nicht so weit ins Detail, aber wir haben ja, sage ich mal, sehr starke Strukturen, die ungefähr 60, 80 Jahre alt sind, mit einer Versteigerung, mit zentraler Logistik. Hier wird sich sehr, sehr viel bewegen müssen, Herr Täuber. Hier werden Genossenschaften, dafür stehe ich und dafür kämpfe ich. Ich glaube, das genossenschaftliche Prinzip passt zu unserer Branche und kann unsere Branche auch voranbringen. Da wird sich noch einiges verändern. Herr Bader, Sie sind natürlich da auch mit Ihrer tollen Organisation, stehen da auch im Zentrum. Da werden die Karten, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren nochmal neu gemischt werden. Herr Kurt, Sie beobachten die Branche als Messemacher. Sie haben das große Potenzial der IPM, der Weltleitmesse. Wenn ich mir die Messelandschaften anschaue, dann ist dort viel Bewegung. Was wissen Sie, was wir noch nicht wissen, wie sich Messe in Zukunft entwickeln wird? Ja, vielleicht, Herr Täuber, geben Sie mir noch eine Gelegenheit, auf das ein oder andere mal kurz einzugehen, was hier inhaltlich heute besprochen worden ist. Also ich finde erstmal den Kreis hochinteressant. Wir lernen ja auch jeden Tag dazu. Wir machen hier in Essen noch 40 andere Themen, 15 Weltleitmessen. Aber die IPM hat hier schon eine ganz besondere Bedeutung, weil sie ja normalerweise im jedem Januar hier der Auftakt auch für die Saison darstellt. Und für mich, der die IPM ja auch erst vor 7 Jahren kennengelernt hat, so intensiv, wir haben sie zwar immer schon aus Köln neidisch betrachtet, aber trotzdem kommt man ja da sich noch etwas näher. Für meiner Meinung nach hat die grüne Branche eine unfassbare Chance zurzeit. Eigentlich kann man das gar nicht vermasseln. Man müsste schon sehr viel anpacken, um hier irgendwelche Fehler zu machen. Und trotzdem kann man sie machen. Ich glaube, die grüne Branche gibt genau die Impulse für eine herausfordernde Zeit. Die Jugend, die nachwächst, denkt grün. Und deshalb glaube ich auch sehr, und vorhin kam das ja so teils zum Anklang, dass dieses Mitnehmen des Nachwuchs eine ganz große Rolle spielen wird. Weil die denken natürlich digital. Jeder Jugendliche, ich weiß von meinen eigenen Kindern, die wollen alle Influencer werden. Ja, das ist so gefühlt das, was da im Moment ganz oben steht. Wenn also die Strahlkraft der Digitalisierung irgendwie nur einen Hauch davon abfärbt auf das, was uns hier gemeinschaftlich bewegt, wären wir da einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und ich glaube auch, dass, wenn ich dieses 5-Jahres-Thema nochmal aufnehmen kann, oder 4-Jahres-Rückbetrachtung, ich glaube, dass die grüne Branche sicherlich dann rückblickend sagen kann, sie hat die gleiche Bedeutung als Schlüsselbranche wie die Medizin oder auch die Digitalität. Wir werden, wenn wir Corona hoffentlich irgendwann mal hinter uns haben, wird dieses andere Thema ganz schnell wieder nach oben wachsen. Ich glaube, da stehen ja schon alle in den Startlöchern, und das Thema Klimapflanzen, das wird ein ganz, ganz bedeutendes werden. Und das ist auch gut so. Und wir freuen uns, dass wir das hier umsetzen können. Wir werden aber uns auch in der Weiterentwicklung der IPM darüber Gedanken machen. Wir kommen ja eigentlich mal von der Leistungsshow, ob das so auf Dauer durchhaltbar ist oder ob wir nicht noch inhaltlich stärker wirken müssen, um diese Dinge auch zusammenzuführen. Also Content, ja, dass wir stärker neben der Produktshow letztendlich hier auch Plattform sein müssen für die Diskussion dieser Zeit, die sich hier heute auch in den Teilnehmern genauso wiedergespiegelt hat. Ich glaube, die Gesellschaft ist dafür reif, so eine Messe ist dafür reif. Und das Schöne ist, dass wir in den vielen Jahren der IPM den Fokus nie verloren haben. Ich glaube, das ist die große Stärke der IPM, dass wir sie nicht ausgarniert haben mit noch Möbeln und Grillgeräten und allem, was dazugehört, sondern wir haben uns eigentlich bewusst immer auf das wirklich gelebte Grün gehalten. Und das ist auch etwas, was wir als Erfolgsfaktor dieser Veranstaltung sehen. Wir wollen das nicht verwässern, sondern wir wollen in diesen Tagen wirklich der Gesellschaft, allen beteiligten Marktteilnehmern die Chance geben, genau dieses Thema zu fokussieren. In Summe kann man sagen, wenn ich das so zusammenfassen darf, dass die Branche nicht bang ist vor der Schlüsselfunktion, nicht nur Schlüsselrolle, sondern Schlüsselfunktion. Und ich denke auch, dass die Branche weiß, darüber nachzudenken, wie das Narrativ der Branche in Zukunft vielleicht an der einen oder anderen Stelle, soll ich sagen, nachgebessert oder neu geschrieben wird. Das entscheiden Sie. Vielleicht gibt es auch noch einen Appendix nochmal an das Narrativ heran. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, möchte ich Sie mit einem kleinen Zitat konfrontieren. Und ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, wer das denn wohl gesagt haben könnte. Wir gehen es an, weil es richtig ist, weil es notwendig ist, wir so viele Lösungen haben. Nur wir selbst sind es, die uns aufhalten können.
Haben Sie eine Ahnung, von wem das kommt? Ich will es Ihnen sagen. Es ist Lisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future. Und nach dem Dialog und nach der Diskussion mit Ihnen kommt mir spontan die Idee, dass ich sage, die junge Dame, das ist ihre Zukunft, das sind zukünftige Kunden, zukünftige Mitarbeiter mit einem zukünftigen Anspruch an die Gestaltung unserer Gesellschaft und sie sollte den Gartenbau kennenlernen. Ich danke allen, die hier mit uns zusammengearbeitet haben, die mit uns gesprochen haben, vor der Kamera, hinter der Kamera, bei der Technik, herzlichen Dank. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die nächsten IPM Connect Talks sicherlich genauso spannend werden. Und ich danke in die Runde und verabschiede mich für heute von Ihnen. Guten Tag.